Die Märkte erwarten doch eigentlich den ganz, ganz großen ökonomischen Boom. Aber dann ist doch etwas merkwürdig, dass wir vor allem gestern, ja in letzter Zeit insgesamt gesehen haben, dass jene Assets hossieren, eine Rallye absolvieren, die eigentlich als sichere Häfen gelten, als etwas, wo man sich gerne versteckt, wenn es einmal ein bisschen windiger wird. Und so erleben wir defensiv eine Art der defensive Rallye derzeit erstaunlicherweise, obwohl gestern die Tech-Werte, zumindest einige Tech-Werte, gestiegen sind. Schauen wir uns die aktuelle Konstellation mal an. Wir hatten auch gestern wieder dünnste Umsätze. Also nach wie vor herrschte diese Osterruhe. Aber schauen wir uns eben mal die Sektoren an, die gestern gut gelaufen sind an der Wall Street. Utilities, Versorger, die profitierten davon, dass die Renditen zurückgingen. Denn Utilities, diese Versorger, Wasser, Strom, Gas, die gelten als Dividendenersatzspiel. Also wenn die Renditen niedrig sind von Staatsanleihen, dann nimmt man diese Utilities, denn die haben in der Regel eine hohe Dividendenrendite. Und dann haben wir Technology, dann haben wir Real Estate, Healthcare, alles defensive Sektoren, während unten Materials, Industrials, das sind ja eigentlich diese Zykliker, die normalerweise gut laufen, wenn ein Boom erwartet wird, wie auch Financials hier unten liegen, die Finanzwerte eben durch die sinkenden Renditen gestern beeinflusst. Hier oben sehen wir, warum das derzeit so ist. Wir haben eben eine extreme Überstrapazierung dieser zyklischen Werte, also Werte aus dem Bereich Industrie, Materialien, dagegen eine Underperformance bei eben diesen Versorgern, bei Real Estate, bei Staples, also bei Konsumgütern des täglichen Bedarfs, die sind schlechter gelaufen und jetzt scheint das Geld so langsam wieder diese Werte zu bevorzugen. Ist das so? Werden wir gleich Interessantes dazu sehen. Russell 2000 zum Nasdaq 100. Russell 2000 gilt ja so ein bisschen als der Value Index. Value mit sehr vielen Anführungszeichen. Hier sehen wir, da sind wir eine Aufwärtstrendlinie gestoßen, respektive genauer gesagt eine Abwärtstrendlinie sind daran gescheitert. Wir sehen seit um und bei Ende März ist es vorbei mit diesen Value-Werten. Seitdem läuft Growth deutlich besser, aber Growth im Sinne von herkömmlichen Tech-Werten wie Apple, also die FANG-Aktien, die großen Player am Markt. Da schauen wir uns aber mal hier nochmal an, was die Bank of America herausgefunden hat, die ja ihre Großkunden, ihre großen Player, ihre großen institutionellen Investoren befragt. Und siehe da, die sind jetzt am stärksten übergewichtet in Banken. Das erste Mal, dass das seit Mai 2018 passiert. Industrials. Da sieht man also, die spielen diese Reopening-Story, Materials, Technology, da ist man drin. Wo man nicht drin ist, ist Utilities und Staples, also diese defensiven Sektoren. Da ist man bisher nicht drin, ist hingegen eben sehr stark übergewichtet in Banken, in also Sektoren wie Materials, Industrials, die als zyklisch gelten, die als Boom-Profiteure gelten, wie eben auch die Banken, die ja von steigenden Renditen profitieren. Gestern, wie gesagt, war das Gegenteil der Fall. Und die Flucht in die Sicherheit, auch gestern bei Staatsanleihen. Wir haben eine sehr starke Nachfrage gesehen gestern bei der Auktion der 30-jährigen US-Staatsanleihe und das hat die Renditen weiter unter Druck gebracht. Wir sehen hier die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe, also auch hier wieder ein sicherer Hafen sozusagen. Und das angesichts einer Situation, wo die Amerikaner in 2020 ein Budgetdefizit von knapp 15% produziert haben und derzeit bei 19% liegen. Also das ist ein bisschen was höher als Maastricht-Kriterium bei minus 3%. Aber die Amerikaner bringen neue Anleihen auf den Markt und die Nachfrage ist da. Man kauft also diese Anleihen auch seitens der Ausländer wieder. Warum also nicht? Wenn wir hier wieder zurückkehren zu diesem Thema Offensive, Defensive, Rallye der Defensiven, dann sehen wir, der Nasdaq sehr, sehr gut gelaufen. Aber hier diese ARKK von Cathie Wood, die ja vorwiegend auf irgendwelche illiquiden Werte setzt, denen 100% die ganz, ganz große Zukunft gehört, was allerdings bisher nur sie rausgefunden hat und diejenigen, die ihr das Geld hinterher schmeißen, da sieht man, dass diese Werte nicht so gut gelaufen sind. Es sind also die großen Werte, die Apples dieser Welt, die Marktschwergewichte, die gut laufen. Und unten sehen wir Advanced, die Kleinlinie. Wir sehen also eine Verschlechterung des sogenannten Breath ist steigen, also derzeit sehr wenige Aktien im Vergleich zu den Anstiegen, die wir an den Aktienmärkten sehen. Auch das ein Shift ins Defensive. Hier sehen wir den S&P 500 von Close to Open, also von
dem Schlusskurs zum Öffnungskurs 13 Mal in Folge gestiegen. Asienrampe, Europarampe, wie soll man es sagen? Unten sehen wir den Triple Q Nasdaq ETF, gestern ja mit einem neuen Allzeithoch in dieser Schulter-Kopf-Schulter-Formation, aber jetzt eben auch, was die Überkauftheit betrifft, ziemlich am Anschlag. Sehen wir auch im Nasdaq, by the way, dass da der Breadth nicht stimmt, also die Marktbreite nicht gut ist. Wir haben gestern ein neues Allzeithoch gemacht im Nasdaq, aber wir haben nur 24 neue Hochs mehr als neue Tiefs bei den Nasdaq-Aktien oder bei den Aktien, die im Nasdaq gelistet sind. Auch das ist nicht gerade ein Ausweis eben von einer wirklich breiten Rallye. Und wir haben heute, das ist wahrscheinlich der Grund für die Bitcoin-Euphorie, derzeit neues Allzeithoch bei Bitcoin über $63.000 heute gestiegen. Coinbase geht an den Markt. Jetzt hat die Nasdaq, da wo das Listing passiert, erstmal einen Ausgabepreis ausgesetzt. $250. Alles würde mich erstaunen, wenn der Preis nicht sofort auf 350, 400 steigt. Das ist bei den letzten IPOs eher grundsätzlich so gewesen. Allerdings die IPOs, die in der Vergangenheit jetzt oder in den letzten Wochen, Monaten an den Markt gekommen sind, sind dann zwar gut gestartet in der Regel, aber eben dann doch ziemlich abgeschmiert. Ähnlich wie die SPACs, by the way, diese Börsenmäntel. Jedenfalls, wenn die Aktie steigt, wovon auszugehen ist, $250 würde entsprechend einer Marktkapitalisierung von Coinbase von $65 Milliarden durchaus möglich, dass die Aktie dann aber steigt auf $100 Milliarden und damit wäre Coinbase so viel wert wie die New York Stock Exchange und Nasdaq Stock Market combined. Sportlich allerdings, wenn man sich mal die Spreads eben anschaut, das sind eben extrem teure Plattformen. Wer Bitcoin handelt mit einem Spread, der einem die Hosen auszieht, das erinnert so ein bisschen an die 1990er Jahre, da hat man damals auch immense Spreads bezahlt oder auch in den Anfang der 2000er Jahre, wenn man CFDs handeln wollte, in den 1990er Jahre, wenn man Futures handeln wollte, CFDs damals 0,2% Spread, muss man sich mal vorstellen. Future damals, wer den DAX Future gehandelt hat, 25 Euro den Roundturn, also rein raus, das waren damals noch sportliche Konditionen. Aber wir sehen, es ist hier alles relativ. Tesla zum Beispiel hat seine Marktkapitalisierung seit dem 5. März um 214 Millionen Milliarden gesteigert, Bitcoin sogar um 302 Milliarden. Hurra, es ist großartig. Und wenn wir uns oder wer vor 5 Jahren Folgendes gemacht hätte, nämlich $1000 in Ether zu stecken, dann hätte er jetzt deutlich mehr, dann wären daraus jetzt 273.000 geworden, bei Bitcoin 148.000, dann kommen die ersten Aktien, Shopify 41.000, AMD 28.000 und so weiter, Tesla fast nur 15.000, also Tesla ist da fast schon ein konservatives Investment. Wem haben wir das zu verdanken? Den Herren von der Fed und den Damen, die sich heute äußern werden. 18 Uhr, Jerome Powell wird sprechen und dann später noch Vize Clarida. Die werden sich äußern, mal sehen, ob sie da Interessantes zu erzählen haben. Die sagen ja immer, diese Herrschaften von der Fed, ja, Inflation, bis sie vorübergehen. Das sehen wir hier zum Beispiel an dem Lumber-Chart, also Bauholz, was in den USA sehr, sehr wichtig ist. Ja, wahrscheinlich wird diese Inflation vorübergehend sein, weil es eben in den nächsten 5 bis 10 Jahren dann 5-mal so viele Bäume gibt. So dürfte zu erwarten sein aus der Logik der Fed. Die Royal Bank of Canada sagt, ja, also Leute, ihr stellt euch ein, es wird eine Inflation geben von mehr als 5%, weil schlichtweg die Leute die Taschen voller Geld haben durch das Helikoptergeld und jetzt auf der anderen Seite dadurch dann die Firmen in die Lage versetzt werden, diese höheren Inputkosten, die sie haben, durch gestiegene Rohstoffpreise etc., Lieferpreise oder Transportkosten etc., diese gestiegenen Kosten auch an die Konsumenten weiterzugeben, weil die eben so viel Geld in der Tasche haben in den USA. Und das denkt sich dann auch die Finanzindustrie. Und die legt gleich mal fast doppelt so viele ETFs auf, wie im gesamten Vorjahr aufgelegte wurden. Also nicht nur SPACs, auch ETFs. Also man sieht, da kommt immer mehr Angebot jetzt auch auf den Markt, Vehikel auf den Markt, wo die Leute diese Liquidität, die von der Fed und von der Politik geschenkt wurde, auch irgendwie unterbringen können. Jetzt sagte hier JP Morgan-Chef,
Kolanovic sehr, sehr beachtet. Also wir könnten jetzt an einem Umschlagspunkt sein, wo eben Value jetzt besser läuft als Growth. Naja, bisher ist das eben jetzt nicht der Fall. Wie gesagt, seit Ende März ist das nicht der Fall. In China sehen wir, wie Eunice Yun von CNBC zeigte, dass da die Tech-Unternehmen jetzt zu Kreuze kriechen vor der Regierung. Die haben jetzt so ein Statement, 12 von 34 Internetfirmen aus China haben ein Statement gegeben, ja, wir wollen uns an die Anti-Wettbewerbsverzerrungsregeln halten. Also das ist so eine Art Selbstbezichtigungsritual, wie wir es in den Zeiten Stalins kennen, wo sich die Leute dann immer schuldig bekannt haben. Ich habe große Verbrechen begangen. Das passiert jetzt auch in China bei den Internetfirmen. Die anderen werden bald folgen von diesen 34 großen Firmen. Tencent ist dabei, JD Corporate und so weiter und so fort. Also hier Gegenwind für die Tech-Werte jedenfalls aus China. Und kommen wir zum Thema Inflation wieder zurück. Wir hatten die Lumberpreise gesehen, gestern ja die Verbraucherpreise höher als erwartet. Wir sehen vor allem Benzin, höchster oder stärkster Anstieg seit Juni. Wir sehen Hotels und Motels, stärkster Anstieg seit 1991. In vielen Bereichen also sehr, sehr starke Anstiege und das zeigt sich dann in den Conference Calls von Unternehmen, die sind deutlich stärker auf Inflation getrimmt inzwischen. Da wird das Wort Inflation deutlich öfter erwähnt. Wir sehen hier diesen dunkelblauen Anstieg. Dem dürfte dann eben dieser hellblaue Chart folgen, der die Verbraucherpreise bemisst. Wir sehen, dass JP Morgan jetzt aufgrund der gestrigen Daten nochmal seine Prognose für die Inflation, also für die Verbraucherpreise, nach oben gesetzt hat ein bisschen. Hier sehen wir, man erwartet dann einen Rückgang wieder der Inflation, bevor die sich dann aber deutlich über 2% einpendelt. Also das wäre ja so ein Szenario für die Fed. Und jetzt sehen wir, interessant ist auch vor allem von den Small Businesses, die ja wichtig sind, die etwa 50% aller Jobs anbieten. Die würden gerne mehr Leute einstellen, finden aber keine. Warum finden sie keine? Weil sie eben auch nicht bereit sind, höhere Preise zu zahlen, höhere Löhne zu bezahlen, diesen Mitarbeiter, die sie so dringend suchen. Warum können sie das nicht? Eben weil ihre Umsätze zurückgegangen sind, während gleichzeitig ihre Kosten gestiegen sind. Sie können also letztendlich es sich nicht leisten, neue Leute einzustellen, weil der Margendruck so hoch ist. Das ist für mich eine hochwichtige Grafik, die wir hier sehen. Er zeigt so ein bisschen die Wirklichkeit am Boden der Wirtschaft sozusagen. Also nicht diese leicht abgehobenen Finanzmärkte, sondern das, was wirklich hier passiert. Und apropos Consumer Prices, hier mal ein historischer Chart dieser Verbraucherpreise. Als die spanische Grippe wütete respektive aufhörte, da hatten wir dann eine Inflation von teilweise 25%. Die Deutschen wissen das. Im Gefolge eben der spanischen Grippe respektive des Ersten Weltkriegs, da hatten wir ja gleich kleinste Inflationsproblemchen in der Weimarer Republik. Das gilt für die Amerikaner nach wie vor als das Szenario für Hyperinflation schlechthin. Und insgesamt, wie hier ein Artikel von Bloomberg zeigte, haben eben die Verbraucherpreise, die offiziell gemessen werden, nicht so wahnsinnig viel zu tun mit der Realität, mit der ökonomischen. Ach, kann man nur so etwas behaupten? Ja, also hier dieser Währungskorb vielleicht jetzt nicht so das Allertreffendste, was wirklich bei den Leuten an der Kostenschraube dreht. Schauen wir uns jetzt abschließend noch an, heute ja die Berichtssaison in voller Fahrt in den USA. Sehr, sehr wichtig wird um 13 Uhr deutscher Zeit JP Morgan, dann kommt Goldman Sachs 13:25 und dann Wells Fargo, die Problembank könnte man sagen, der Amerikaner 14:05. Das wird im Fokus heute sein, neben dem Börsengang von Coinbase. Ja, diese defensive Rallye, erstaunlich. Wir sehen also interne Strukturproblemchen, noch ist alles gut, noch will keiner verkaufen, aber irgendwie ist das schon ein bisschen merkwürdig, was da passiert. Das heißt nicht, dass es heute runtergeht, dass es morgen runtergeht, aber es erhäufen sich so langsam ein paar Widersprüche, die zumindest diejenigen, die dick investiert sind auf der Longseite, so ein bisschen vorsichtiger lassen werden sollten. Vielleicht mal auch einen Stopp nach oben ziehen, gucken, dass man die Party mitnimmt, solange sie läuft, aber dann auch einer der ersten ist, die draußen ist, wenn sie denn endet. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen herrlichen Mittwoch, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.